Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Big Ambitions hier bei mir mit dem guten Albert oder Albert oder Robert oder wie auch immer. So, wir haben einen neuen Tag, ich habe noch ein bisschen geputzt und wir essen was. Wir haben noch, wir haben noch zwei. Es ist 7 Uhr, eine gute Uhrzeit, ne? Sollen wir kurz zu Fuß da hochlaufen? Warte mal, irgendwo, weiß ich doch, in der Nähe war doch noch ein Supermarkt. Ey, guck mal, genau gegenüber. Wieso habe ich den noch nie vorher gesehen? Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ah, der macht ja um 11 auf. Das war der Unterschied. Ja, der macht ja um 11 auf. Gut, macht nichts. Dafür hat er aber auf bis um. Keine Ahnung. So, wir brauchen Papiertüten. Soll ich die schnell hier rüber holen laufen? Weil hier ist nämlich auch ein Papiertütengeschäft. Oder? Ah ne, das ist hier. Stopp, das ist zu weit. Da fahren wir im Auto. So, ihr seht, wir haben 34.000. Das Geld fließt nur so. Wir machen offensichtlich alles richtig. So, ich weiß, dass es hier Papiertüten gibt, habe ich schon gesehen. Tränkedose brauchen wir alles nicht. Ist hier irgendwas? Ja, so, ja, okay. Hier gibt es Herrenkleidung. Na gut, tiefgekürzt, frische Leben. Ach, hier gibt es auch Lebensmittel. Ah, das ist gut. Dann. Ah, aber die sind aber nicht für den Hausgebrauch. Salat. Ja, das ist ein kleiner Laden. Hier gibt es nicht viel. Ne? Burger. Ja. Eine Papiertüte. Das ist auch ein bisschen wenig. Ne? Ich muss jetzt in die. Ja, das war doof. Nimm mal die Sackkarre. Ach, halt die Klappe. So, nochmal. Die frischen Lebensmittel können wir nicht. Das habe ich schon mal probiert. Die können wir nicht in den Kühlschrank tun. Aber Papiertüten. Dann nehme ich jetzt trotz allem nochmal zwei Säcke mit. Und in Gottes Namen. €5,49. Das ist teuer, glaube ich, ne? €5,49, 50 Stück. Moment. €5,49, 50 Stück. Klassische preiswerte Herren. Klassische preiswerte Herren. Klassische preiswerte Herren. 4,49, das sind 100er weniger, ne? Also. Ich will es gar nicht wissen, was die Papier, was ich für die Papiertüten jetzt mehr ausgegeben habe. Aber ist mir egal. Habe ich nicht bezahlt. 176, ich habe es gerade gesehen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die günstiger sind. Aber sobald jetzt einer von den Mitarbeitern fit ist, kriegt er die zweite Kasse. Und dann machen wir noch einen Teilzeitshop, die Öffnungszeiten etwas weiter. Oh, 46%. Ich muss das Ding reparieren lassen. Verbinden wir mit einer Fahrt zu IK. Wenn ich die jetzt alle hier lagere, denke ich da dran, weil hier ist ein großes Lager drin. So, wir sind schon wieder müde. Machen wir erstmal voll und das auch. Okay. Gut. Nee, den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Immer schön mitnehmen. Weiß nie, wie man braucht. So, jetzt packen wir das mal weg. Jetzt muss ich mal gerade was testen. Mal gucken, wie die mit den
Ich kann mich doch hier zuweisen, das ist ja offen, ne? Ja, das funktioniert. Das wollte ich eigentlich nur wissen, ob die das sich lohnt. Ja, wir fahren bei IKEA, kaufen uns noch einen Lautsprecher und fahren die Kiste reparieren. Wir haben 12.34 Uhr, das ist gute Zeit. Was soll denn das? Weg. Nächstes Mal nehme ich die zweite Einfahrt. Muss nur dran denken. Vielleicht auch noch ein bisschen Deko. Bis es soweit wäre, würde ich mir so eine große Sackkarre hier mitnehmen. Die sind nämlich richtig gut für einzuräumen. Da muss ich heimlaufen. Die passt nicht in die in den Van. Vielleicht passt es später mal in den LKW. Wer weiß das schon. Ne, wir nehmen die große nicht. Wir nehmen die kleine. Und wir nehmen den günstigen. Oh, der kostet 140. Der kostet 80, genau. Blumentopf nehmen wir mit. Ich mal gucken, die kleinen Lautsprecher, ich glaube, die stehen hier. Hier sehe ich doch sowas. Reicht für die kleinen Geschäfte aus. Ich nehme mal noch einen mit. Ich weiß gar nicht, ob ich die überall habe. Zweimal Lautsprecher. 80 Topf. 80 Topf, ja, 80. Euro Blumentopf. Das sind auch die kleinen. Okay. Ich probiere es trotzdem nochmal. Teppiche sind recht günstig. Ich leg mal einen runden Teppich mit rein. Es gibt auch Bilder, glaube ich, ne? Deckenleuchte. Man kann auch Lampen aufhängen. Oh, das probiere ich auch mal. Was kostet die denn? Längliche Deckenleuchte. Nehmen wir mal 2 Meter. Mal gucken, ob das irgendwas bringt, was Dings ausmacht hier. Sehr schön. Ich glaube, ich fahre den Wagen von Hand hoch. Ich hätte den Wagen gern. Oder? Nee, komm, das dauert zu lang. Hier, mach rein. Stell mal kurz ab. Wir haben einen Haufen Geld bezahlt, dann dürfen wir das. So, jetzt fahre ich gleich hier rum. Nee, Moment. Dann geht es aber weiter hier hoch. Ne? Ich glaube, ich bin verkehrt. Ja. Erster Gedanke war richtig. So, jetzt ein bisschen Geld haben, da wird man die auch mal streichen, die Wände, damit die Leute da auch mal wirklich zufrieden sind. Sehr schön. So, wir nehmen die Karre, nehmen einen Lautsprecher, einen Teppich und 2 Leuchten. Ist es hier schon wieder keiner? Ach, Samstag ist ganz zu, gell? Oder?
Oh. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Sehr gut. So, welche Richtung tönt der hier jetzt? So ist richtig, ne? Einer dahin. Ich habe nur einen mitgenommen, ne? So, dann machen wir die Lampe. Platzieren. Wie wär's denn mit hier über der Kasse? Was soll man hier noch eine hinmachen? Keine Ahnung. Mach's einfach mal. Einen runden Teppich. Nehmen wir für die Kasse, vielleicht bringt's was. So, aber hier sieht es, glaube ich, schmutzig aus. Vielleicht sehe ich noch, wenn das Licht angeht. Die kann man auch alle umhängen, ne? Ja, aufmachen brauchen wir auch nicht mehr. Es ist konditionsmäßig nicht wirklich gut. Ja, also hier muss eine Reinigungskraft sein. Das hier hält zu lange auf. In der Zeit kann ich viel, viel verkaufen. Muss man einfach so sehen, ne? Ah ja. Ecke da hinten ist doch schon besser ausgeleuchtet als die hier. Gut, wir gehen mal hier hin und gucken mal, was wir jetzt hier produziert haben. 57% möchte Vollzeit und keine Frühschichten. Gut. Ist das gut? Weiß ich noch nicht. Vollzeit, keine Frühschichten. Aber die 57%, dann gehen wir mal in den Klamottenladen. Dienstplan verwalten. Ab 10. Ah, die will auch keine Frühschicht. Gell? Ja. Können wir hier tatsächlich noch eine Halbtagskraft dazu ballern? So, machen wir das mal so. 30 die Woche. Das ist jetzt die gleiche Schicht wie die. Bin ich aber, glaube ich, nicht mit einverstanden. Ich würde dann doch sagen, wir machen hier auf und lassen die Alicia zu Hause. Und lassen den Martin am Wochenende zu Hause. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Sie hat nach wie vor, er hat nur 36 Stunden. Nö, das können wir ja noch ein bisschen. Komm, Samstags ist immer viel los. Dann kann der Samstags noch ein bisschen mitmachen. 36, 36. So, nochmal. 4, 5, 6. Ja, würde ich doch sagen. Lassen wir mal so. Aber wir haben ja noch jemanden. Alles Kundendienst. Bonnie Gray, 45%. Die hat eine Vollzeit hoch, ohne Einschränkung. Da würde ich sagen, pass mal auf, die schulen wir nochmal. Die pushen wir jetzt mal richtig hoch. Hier haben wir eine Vollzeit, 4-Tage-Woche. Bah, muss ich mal gucken, wo ich den hinsetze. Den habe ich ja jetzt schon richtig hoch. Und wir haben hier noch eine Teilzeitkraft. Den würde ich dann tatsächlich auch noch mal in den Klamottenladen reintun. Der hat keine Einschränkung, ne? Tobias Hell, Teilzeit ohne Einschränkung. Perfekt. So, da lassen wir mal überlegen. Wenn der Teilzeit ohne Einschränkung hat,
Könnte ich den aufteilen? Nee, kann ich jetzt nicht mehr aufteilen, weil ich kann nicht so viele. Am 4 aufmachen ist auch Quatsch, da macht er ja besser am 16. Naja, komm. Sechzehn bis 22, das ist was ganz anderes. Hallo? An die Kasse. Muss ich auch mal beobachten, wo mehr Betrieb ist. Vielleicht kann der ja so. Kleine Überschneidung drin ist. Ne? Spät, früh, spät, spät, spät. Freitag, Samstag. Warte mal. Wir könnten das hier mal wieder die ganze Woche machen. Die Alicia, ja, das war der zu viel. Warte mal, wo habe ich denn die jetzt unnötigerweise reingesetzt? Und da lassen wir die Montag zu Hause, da kann er hier. Ist ja egal, welche Kasse. Obwohl, die können sich die Kassen auch aufteilen. Gucken wir uns gleich an. So, das ist immer noch zu viel für Sie, gell? Ja, das war ja auch so geplant. Ja, genau. Jetzt hat der eine 42-Stunden-Woche. Das ist eigentlich okay. Aber ob der, dem das schmeckt, dass er die ganze Woche muss ran? Nee, komm. Dann machen wir lieber hier überall noch eine Stunde dabei. Siebenunddreißig, 38, 39, 40, keine Überschneidung, 41, 42. Ist er zufrieden? Zufrieden, Teilzeit zu hoch. Jetzt haben wir dann 42. Ach so, der hat jetzt auch jeden Tag Schicht. Nee, das geht auch nicht. Sechsunddreißig ist noch zu viel. Dann machen wir es so. Jetzt sieht es gut aus. So lassen wir es. So, ich muss jetzt immer nur gucken, dass hier der Laden läuft. Ne? Sind beide da? Wie wäre es mit einer Uniform? Oh ja, Uniform, genau. Uniform, Moment, wie geht das nochmal? Moment. Moment, wie war das noch mit der Uniform? Ich habe das doch schon mal gemacht. Persona? Nee. Einstellungen. Einstellungen? Nee, auch nicht. Marketing. Kampagne ist vorbei. Ach, kann ich jetzt auch telefonisch machen. Sehr gut. Muss ich gar nicht mehr hinfahren. Ja, logisch. Stimmt ja. Sag mal, wie geht denn das jetzt nochmal mit der Uniform? Das konnte ich da irgendwo machen.
bin's gleich, ich hab's gleich. Geschäftsinformationen, Krimskrams, hier kann ich alles ändern. Ja, das kann alles bleiben. Marketing, Lieferung, Zeitplan. Uniform, hier. Uniform konfigurieren. Oh Mann. So, dann machen wir mal eine feine Uniform am besten. Mann. Ein. Ja. Mann. Ein. Das heißt, das ist sowas in der Art. Schwarze Hose. Anständige Schuhe, natürlich keine Kappe. Sakko. Auch dunkel. Hemd weiß. So. Der sieht doch aus wie jemand für den Bekleidungsladen. Speichern. Neu. Frau Fein. Frau Fein. So. Die kriegt natürlich dann. Oh ja, das sieht ja direkt schon gut aus. Nur die Schuhe natürlich nicht. Das muss auch weg. Schwarze Schuhe, rote Schuhe auf ein blaues. Wow. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das Dunkle. Nur die roten Schuhe passen dann natürlich jetzt auch nicht mehr. So, speichern. Dann lassen wir das erstmal. Wir kriegen jetzt erstmal alle das Gleiche an. Employers. So, Tobias, Dominik, Martin, Zachariah. Mit den ausgewählten Uniform wähle eine Mann, Bein. Bestätigen. Ja. Dann haben wir das alles wieder weg. Die Julia, die Fanny, die Alicia und die Bonnie. Klingt eher weiblich, ne? Uniform zuweisen, Frau Fein, bestätigen, bestätigen. So, jetzt lass mich mal gucken. Das sieht mir aber jetzt nicht so aus, als ob die anhätten. Vielleicht kommt das aber auch erst ab morgen zum Tragen. Wände und Böden, ja, warte mal, 32.000. Können wir uns das leisten? Frage ist, was machen wir, ne? Die teuren Sachen sind vielleicht eher für die teuren Gegenden, aber bin mir nicht sicher. Das sieht furchtbar aus, was hier vielleicht, ne? Oh, ne, da krieg ich ja was an die Augen, ne? So ein helles. Gut, dass man vorher kann ausprobieren. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Nische machen wir vielleicht. Haben wir was hier so jetzt reinpasst? Ja, so eine kleine Ecke. Kleine Ecke können wir machen. So, hier machen wir wieder. Geh mal weg da. Das ist die gleiche Farbe, ja. So, und hier vielleicht wieder wie vorher. Mit dem hier. Ist nicht ganz billig, aber wenn es den Herrschaften gefällt, soll es mir recht sein. Die Seite vielleicht ein bisschen was Helles, ja?
sieht man kaum. Und daraus, da könnte man was ganz Verrücktes machen. Ja, die haben wir schon auf der anderen Seite, aber weißt du was? Ich glaube, das passt. Geschlossen. Okay, so. Ja, war nicht ganz billig das Ganze, aber teurer kommt erst noch, der Boden. Es gefällt mir jetzt ja nicht, dass die Wand da hinten jetzt andersfarben ist, aber gut. Der Boden, ja, das hier sieht schon edel aus. Was hätten wir denn da für Farben? Leopardenmuster, ne? Das hier in hell. Oh ja, ne? Ja, gerade fest schon mit E und Q kann man wunderbar drehen. Oh, ich bin ziemlich platt, muss ich gerade feststellen. Tut weh. Das hat weh getan. So. Okay. Dann, was macht die Sakari hier? Ich dachte, der wird die wegstellen. So, es sieht aber, glaube ich, der Boden, der ist gut geworden. Die Wände sind kunterbunt. Das ist nicht unbedingt schön. 23 Uhr. Komm, bis wir jetzt einen Parkplatz gefunden haben, sind wir wieder zu Hause. Erreiche ein Wöchentliches-Einkommen von 50.000. Das ist doch gut. 17,9. Wir haben jetzt 47.000. Ne, komm, geh schlafen. Geh schlafen. Keine Experimente. Und ja, wir haben schon wieder Folgenende. Passt gut zum Pennen gehen hier. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Gamer. Ciao.